In Düsseldorf treffen sich am zweiten Weihnachtsfeiertag die DEG und die Iserlohn Roosters zum Westderby in der deutschen Eishockeyliga. Es ist das fünfte direkte Weihnachtsduell der beiden Mannschaften. Dreimal siegte bislang die DEG, in dieser Saison von Mike Pellegrims trainiert. Nur einmal die Roosters. Rob Daum, der Cheftrainer, will die Bilanz unbedingt verbessern. Und seine Mannschaft erwischt den besseren Start. Blaine Down auf Costello, der sieht Florek in der Mitte und der gibt die Scheibe weiter zu Jack Combs. Bernhard Ebner auf der Strafbank. Und dann treffen die Sauerländer im Überzahlspiel zum 1-0. Gutes Auge von Costello, weitergeleitet von Florek, die Scheibe auf den Top-Torjäger der Sauerländer. Jack Holmes lässt Dan Bakula keine Chance. Schnell reagiert, hart abgeschlossen. Aber nur knappe 10 Minuten später auch die DEG am Drücker. Scheibe rein. Die Rooster standen eigentlich gut in der Defensive und dann tankt sich Barter durch. Ausgleich 1-1. Über die Fanghand von Sebastian Dahm. Vorher die Lücke gefunden. Haltbar oder nicht? Das ist hier die Frage. Der Topscorer trifft Alexander Barter zum 1-1. Dann gehen wir ins zweite Drittel. Und da sind bislang Tobi Abstreit links und Mike Pellegrims nicht unzufrieden mit dem Spiel ihrer Mannschaft. Ein paar Sekunden sind gespielt und dann geht die Scheibe von John Henryan in Richtung des Kastens. Dahm lässt sie abprallen und dann ist Henryan da. Aber es bleibt beim Unentschieden, beim 1-1. Die 30. Minute läuft. Am Drücker die DEG und dann ist Bortzen frei. Zu viel Platz in der Mitte. Düsseldorf jubelt. Und Rob Bortzen nach langer Verletzungspause, ja jetzt ein paar Spiele auf dem Eis, sieht die Scheibe vom Schlittschuh von Martinovic zurückkommen. Stößt vor in die Lücke und macht seinen ersten Saisontreffer. Keine Chance für Sebastian Dahm zwischen den Pfosten der Sauerländer. Picard und Welch mit der Vorarbeit. Die Roosters. 5 Minuten vor dem Ende haben aber auch noch was zu melden. Und das Auge von Louis Caporusso. Aber was war da passiert vor dem Tor? Schauen wir gleich noch mal ran. Schäferin baut diese Situation auf, kriegt hier die Scheibe, sieht Caporusso. Der zieht gut nach innen, geht noch ein paar Meter, findet die Lücke. Und Marshall vorher bekommt er den Stock von Turnbull in den Rücken. Die Schiedsrichter ahnden es nicht, der Treffer zählt. 2-2. Erneut geht es mit einem Unentschieden in das nächste Drittel. Und hier notiert sich Rob Daum, dass seine Mannschaft im zweiten Drittel nicht unbedingt das umgesetzt hat, was er selbst sich gewünscht hätte. Erneut haben die Düsseldorfer dann eine Überzahl. Martinovic sitzt draußen und Lewandowski hat das Auge und Lukas Laub schließt ab. Marshall sorgte zwischendrin für das Zuspiel auf den Youngster, aber es gibt den Videobeweis. Erst noch mal zum Genießen. Lewandowskis Pass, Marshalls Weiterleitung und dann die Diskussionen. War die Scheibe mit dem Schlittschuh über die Linie gebracht? Ja, aber aus dieser Perspektive sieht man, es war keine Kickbewegung, sondern der Versuch von Lukas Laub, Standfestigkeit auf dem Eis zu erzielen und deshalb zählt der Treffer. 3-2 für Düsseldorf. Aber die Roosters geben sich nicht auf, versuchen hart weiterzuarbeiten. Kriegen die Chance, Combs aber scheitert an Dan Bakula. Wieder die gute Übersicht, aber Dan Bakula mit dem Save. So wichtig für seine DEG. Und nochmal arbeiten die Roosters nach. Halten die Scheibe gut drin. Chad Besson bringt sie vors Tor. Costello lässt abtropfen, versucht den Tipp-In. Aber auch diese Chance bringt nicht den erhofften Erfolg. Am Ende feiert die DEG.
Ja, ich denke, es war ein offenes Spiel. Also wir hätten genauso gewinnen können. Unterschied waren Special Teams. Da haben sie es gemacht. Zweiten Drittel haben wir ein bisschen den Faden verloren. Stand ein bisschen unter Druck. Aber ich denke, im letzten Drittel haben wir es nochmal umgedreht. Haben gut gekämpft, aber leider verloren. Wir haben jetzt auch nach den Weihnachtsfeiertagen wollten wir hier gut rauskommen, gut starten. Und ich denke, nicht über 60 Minuten, aber größtenteils haben wir ein solides Spiel gespielt und sind, ja, wie gesagt, glücklich, dass wir hier gewonnen haben. Düsseldorf erarbeitet sich 3 Punkte gegen den IEC, belohnt sich für viel Engagement. Und die Roosters kassieren die 2. Niederlage in Folge. Müssen aufpassen, denn die direkte Konkurrenz rückt auf.